Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mount & Blade Warband. Ja, irgendwie hat er den Speicherstand ein bisschen verschoben, denn aufgehört hatten wir hier vorne in der Gegend, aber er hat uns wieder zurückgesetzt zum neuen Speicherstand hier in die Stadt. Das ist aber nicht schlimm, wir reiten wieder hin und, naja, wie ich letzte Folge versprochen hatte, werden wir hier unsere Karawane verteidigen. Allein schon wegen der Aussicht, dass wir wieder einen Fürsten gefangen nehmen können. Juhu! Ja, hier werden wir gefragt, ob wir der Karawane zu Hilfe eilen. Und genau das wollen wir tun. Und ich glaube, den Angriff führe ich mal wieder an. So, erstmal alle hier stoppen. Die Infanterie 10 Schritte vor, die Kavallerie nochmal 10 Schritte vor. Ne, Infanterie 20 Schritte vor, Kavallerie 10 Schritte vor. Fernkämpfer stehen bereit. So, dann schauen wir uns mal an, wen wir erschießen können. Oh, die sind aber flott unterwegs. Fernkämpfer bitte mal auf die Seite gehen. Danke. Ah, da kommen jetzt die Fußsoldaten des Feindes. Die es noch nicht auf ein Pferd geschafft haben. Reiten wir einfach mal durch. Und die Kavallerie darf jetzt losbrechen. Der Feind dürfte eigentlich soweit besiegt sein. Gut, gut. Da kommt jetzt unser Reitertrupp. Nicht so weit wegreiten. Hinter dir ist der Feind. Da, da läuft er. Greift ihn an. Na endlich. Ich weiß ja nicht, wo die Karawane hin wollte. Oh. Ein teurer Elite-Schwertkämpfer ist gestorben. Das finde ich jetzt nicht so gut. Das Karawanenretten hat jetzt nicht so viel eingebracht. Aber gut. Und Banditenvolk nehme ich nicht mit. Verbrecher haben in meiner Armee nichts zu suchen. Nur wenn sie sich zu ehrbaren Bauern niedergelassen haben und danach meiner Armee folgen, werde ich sie mitnehmen. War hier nicht der Fall. Also weg mit denen. Tja, wo wollen wir jetzt hin? Das ist ein verbündeter Graf. Hier haben wir ein kleines Dorf und eine gut bewachte Stadt. Ah, Burg. Die Städte haben wir hier und da. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal diese Burg hier an. Oder noch besser, diese Burg hier an, weil wir schon in der Nähe sind. Und das sieht aus, als wäre es eine gute Idee gewesen. Wir greifen jetzt ein. Jeden Mann, den wir retten können, ist ein gewonnener Mann. So, Freunde, kommt zurück. Folgt mir. Folgen nicht im Weg stehen. Weg mit dir, Kavallerist. Warte mal, hast du sie noch alle? Du magst zwar einer meiner Generäle sein, allein, aber du kannst mir nicht ständig im Weg umstehen. Ich weiß nicht, was du dir dabei denkst. So.
Hier werden wir uns aufstellen. Ja, das sieht gut aus. Und ich werde mal schauen, ob ich da vorne im Kampf mitmischen kann. Also unsere Verbündeten sind richtig gut dabei. Kein Wunder, dass vor denen geflohen wurde. Ach. Das war's schon. Oh, war ein bisschen traurig, der Kampf. Wir haben gar nichts erreicht. Aber er ist jetzt ein bisschen glücklicher mit uns, weil wir ihm geholfen haben. Und trotzdem ist der Feind entflohen. Was ich mir eigentlich auch schon so gedacht hatte. So. Was können wir hier denn noch mitnehmen? Eigentlich nur wertfreien Kram. Ach, das hole ich nicht mehr mit. Das ist es mir nicht wert. Gut. Der Karawane biete ich doch etwas Schutz an. Indirekter Weise. So, ist dran vorbeigekommen an der Burg. Passt, können wir wieder zurück. Und wenn jetzt so viele Generäle des Feindes hier drin sitzen, werden sie wahrscheinlich nicht hier sein. Also, im Eilmarsch zurück zur tja, unser König hat nicht auf die Provokation des Sultanats reagiert. Also da die Streitigkeiten um ein Dorf. Und hat dem Dorf nicht geholfen. Daraufhin hat er an Ansehen verloren. Nennen wir es mal so. Soll mir also recht sein. Ein Lösegeldhändler. Ja, das bisschen Geld holen wir uns doch noch mit. Sehr schön. Gut, keine weiteren Soldaten zum Rekrutieren dabei. Dann werden wir noch ein bisschen ballastlos. Weg damit. Weg damit. Und noch den Prügel loswerden. Aufräumen. So, sehr schön. Wollen wir uns mal dieses Bürglein anschauen? Vielleicht ist sie ja für einen Angriff reif. Ja gut, mit über 200 Verteidigern. Wir bräuchten eine Rate von 2 zu 1 pro Person. Nur um gewinnen zu können. Das ist ein bisschen schwierig. Das wird nicht klappen. Also ohne den zusätzlichen Trupp, der da drin noch herumlauert, hätte ich gesagt, ja, das schaffen wir. Aber so wird das nix. Der ist leider zu schnell. Das heißt, einfangen können wir den auch nicht.
Ah, nee, genau. Genauso schnell wie wir selbst, das klappt gar nicht. So, Bugdista ist unser nächstes Ziel, wo wir einfach mal schauen wollen, ob wir das mit einem Angriff schaffen könnten. Ich muss noch kurz die Soldaten trainieren. Genau deshalb, wir kriegen nämlich jetzt gerade die nächsten Erfahrungspunkte. Und sonst hätten wir die im Endeffekt verschwendet. Hier ist es noch ein bisschen schwieriger. Ja gut, die können wir auch mal besuchen, in der blinden Hoffnung, dass da weniger Soldaten drin stehen. Es wäre natürlich schön, aber das Reich würde ein wenig weiter zerreißen in kleine Punkte auf der Karte und nicht in eine durchgehende homogene Masse. Fände ich persönlich etwas weniger gut. Vor allem, weil unsere Truppen nicht schnell genug sind, um von A nach B nach C zu kommen. Ja, da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber ein Opfer wird's werden. Das können wir auf jeden Fall schaffen. Das wollen wir auch gleich probieren. Belagern wir die Burg. Bereiten wir die Leitern vor. Dauert nur 6 Stunden, also zur Abendstunde wären wir dann bereit. Könnten jetzt angreifen. Wir werden aber dem Befehlshaber die Burg, die Möglichkeit geben, die Burg zu übergeben. Er will unbedingt kämpfen, also gut. Kämpfen wir. Hier wählen wir wieder die Bogenschützen aus. Die stellen wir dann auf eine sichere Position. Nämlich genau hier hin. Und die restlichen Nahkämpfer dürfen dann die Leiter rauf. Also drängen ordentlich die Leiter hoch, das ist schon richtig gut. Und es wirkt so, als wären kaum welche von uns gestorben. Na, ich lade mal nach, nicht, dass ich oben stehe und dann doch noch schießen muss. Ah, da geht's los. 2 Tote, 2 Verwundete. Verwundet ist nicht so schlimm. Ja, von hier aus kann ich leider keinen erschießen. Oha, da ist irgendwo einer versteckt. Ah, da sind sie. Sind wohl die neuen Soldaten. Immer gegen ein Schild geschossen. Gut, machen wir die zweite Front auf. Unsere Soldaten sind oben über den Sims gelaufen. Wir laufen durch den Hof und fallen dem Feind jetzt in den Rücken.
Problem ist, er hat jetzt die stärkeren Soldaten rausgeschickt. Zumindest wirkt es so nach den verwundeten Berichten. Oh oh. Mächtig kann doch so ein Schild sein, wenn er diese Prügel einsteckt, bevor man sie selber erhält. Gut, dass unsere Waffe einen Bonus gegen Schild hat. Das heißt, wir zerhacken Schilde schneller als mit einem normalen Schwert zum Beispiel. Wir brauchen langsam Nachschub. Wir haben unsere erste Infanteriewelle hinweggewischt. Und man muss sagen, es sind auch wirklich hochgepanzerte Krieger dabei. Wenn man bedenkt, dass ja die Stärke offiziell in der Richtung ist. Geh doch mal weg. Und 1:1 verteilt gewesen sein könnte. Bestausgebildete Infanterie gegen bestausgebildete Infanterie. Haben wir doch relativ wenig Verluste gefahren, dafür, dass wir über 100 Leute besiegt haben. Sehr beruhigend. So, die Klingenschwester stelle ich an, die ist gut. Bauern nehme ich auch mal mit. Bauernfrau nehme ich auch mal mit. Die sind zwar alle nicht so gut, aber oh, ich habe einen Anruf. Ich melde mich hier an der Stelle gleich wieder mit dem zweiten Teil. Bis gleich. Tschüss.